1, 2, 3, plüpp. Naja, fast. Da sind wir einen weg von der Ecke. Na gut, dann können wir es einfach so machen. So. Ein Hoch auf die Symmetrie. In diesem Fall Achsen- und Punktsymmetrisch. Also wenn wir davon ausgehen, dass Fackeln auch auf den Kopf gedreht existieren würden und genauso aussehen wie die anderen. Ansonsten könnte man nur von einer Achsensymmetrie sprechen. Und wenn ihr die Symmetrieachse gefunden habt, könnt ihr das ja in den Kommentaren oder als Annotation, geht ja modern auch als Annotation vermerken, hier bei diesem Video. So. Ja, hau ich jetzt die ganze Wand hier? Ach nee, ich wollte ja hier hinten noch die Kohle mehr klauen. Weil ich brauche ja wieder Level. Ja, stopfen wir mit Erde. Und noch vielleicht sogar wieder ein bisschen Cleanstone. Und dann gehen wir wieder runter in die Mine. Soll hier reichen an dieser Baustelle. So. Weiteren Gravel werden wir jetzt auch nicht mitnehmen. Glaube ich zumindest, ja. So. Tick, tick, tick. Tick, tick. Ja. So. Ja, was wir jetzt hiermit endgültig machen oder wirklich tun, das ist mir ja noch so ein bisschen unklar. Sieht es erstmal wenigstens ein bisschen symmetrisch aus. Also bei der Blick hier könnte geiler sein, wenn wir das hier alles raushauen. Vielleicht machen wir das auch noch. Also das hier ist schon mal gut. Das öffnet sich schön weit hier. Das ist okay. Weil wir müssen ja in den Berg ja noch eine Monsterfalle einbauen und sonst was. Also es liegt noch viel Arbeit vor uns. Auch bis Folge 1000 wollen wir es ja treiben. Nein, eigentlich darüber hinaus. Deswegen habe ich ja gleich mal großkotzig mit 4 Stellen angefangen für die Folgennummerierung. Ach, jetzt kann ich ja auch nicht rumgucken. Wir gehen einmal kurz runter. Und zwar hier runter. Yay. Da geht's runter. Yay. Und zwar haben wir uns hier unten. Also hier unten, bis zum Grundstein vorgearbeitet, in der Hoffnung, auf eine Höhle zu treffen. Aber ich habe keine gefunden. Dann ergab sich so die Möglichkeit, hier so Abstecher zu machen. Und ich weigerte mich standhaft für ca. 20 Minuten Strip Mining einzufangen, weil ich keine Fackel mehr bei hatte. Und zu faul war, hochzulatschen, mir neue zu machen. Achso, erstmal. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Jedenfalls dachte ich mir dann, Strip Mining kann ja jeder, machen wir Dome Mining. Weil ich hatte so wenig Fackeln, deswegen habe ich mich hier erstmal hochgegraben. Und ja, hat auch gut geklappt. Wir haben ja auch einiges an Rohstoffen rausgekriegt. Irgendwann dachte ich mir dann, na, Dome Mining ist jetzt auch nicht so die Marke, deswegen habe ich hier mal so ein bisschen Strip Mining angefangen. Hier sieht man es noch. So die Strips, die geschlagen wurden. Und hier war sehr viel zu holen. Lava-Auffangbecken, weil hier oben, wie man sieht, da, Lava. Hier gab es auch noch einen wunderschönen Diamanten. 10 Diamanten haben wir gefunden. Also ich, ihr wart ja nicht dabei. Also das Echo passt. Warte mal. Das Echo passt. Ja, das ist besser. Jedenfalls. Ja, Strip Mining, ne? Kennt ihr ja. Habt ihr ja schon mal bei anderen gesehen, bestimmt. Und ja, war doch erfolgreicher, als ich es angenommen hatte. Trotzdem ich jetzt nicht viele Strips gemacht habe. Ist ja doch eher Strip Mining für Anfänger. Ich kann es ja nochmal für die, die nicht wissen, wovon ich rede. Och. Ich glaube, alle drei, die zuschauen, wissen, wovon ich rede, aber vielleicht sind es ja diesmal ein paar mehr, weil ich so authentisch jetzt wieder
mal seit längerem unterwegs bin oder so. Na, mal gucken. So. Blub, blub, blub. 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 Bla, bla, bla. So, ich muss bloß aufpassen, dass ich meine Spitzhacke nicht kaputt mache. Weil ich habe das, es gibt in Inventory Tricks die Möglichkeit zu sagen, save mir meine Werkzeuge. Das habe ich ausgeschaltet, aus gutem Grund, weil er mir ständig meine Werkzeuge, die eigentlich kaputt gehen sollten, wie das Eisengraffel da, also die Eisenwerkzeuge, die brauche ich ja keine aufheben so wirklich und reparieren, die sind mir ständig kaputt gegangen. Also nicht kaputt gegangen, wie sie sollten. Hat er sie wieder beiseite gepackt. Genau. Ha. Genau. Hat sich ja gelohnt hier. Total gelohnt. So. Tada. Stone Corridors. So. Ja, hier haben wir jede Menge Steine noch drin. Die zwei können wir noch mitnehmen. So, haben wir denn noch? Ja, wir haben noch eins, zwei, eins, zwei. Und zwei. Und zwei. So. Genau, die haben wir ja auch noch bei. Steine haben wir auch noch bei. Ist das nicht schön, was wir alle so dabei haben? So, hier ist jetzt auch doof. Da habe ich ja auch schon relativ weit. Aber hier war auch nur ein Gravelfeld, deswegen habe ich da nicht weiter gebuddelt. Hier war was in der Wand. So. Das könnte man auch hier. Machen wir hier mal. Ich weiß auch nicht, ob man Strip Mining wirklich so macht, wie ich es hier tue. Also mit 4er Höhe ist jetzt nicht ganz so effektiv, glaube ich, aber es sieht besser aus und passt besser zu dem Schall. Ne? Wir müssen ja auch darauf achten, dass das alles hier so stimmig ist. Das Gesamtkonzept muss ja hinhauen. So, apropos hinhauen. Jetzt habe ich da voll im Dirt reingehauen. Sollte man auch nicht unbedingt tun. Vor allem nicht mit so einer teuren Spitzhacke. Ist jetzt auch nicht so dolle. Oh ja, da gibt es wieder was. So. Das ist kein Dings mehr. So, dann brauche ich gleich mal die Schippe und schipp dann mal das Zeug raus. Und wieder Redstone. Redstone ist gut. Redstone heißt, hier könnte es auch Diamanten dagegen geben. Wir sind nämlich hier unten auf Lava-Ebene, also auf Lava-Höhe. Deswegen machen wir das Ganze hier ein bisschen noch. So. Und genau, das ganze Zeug, was ich hier gefunden habe, habe ich oben schon in Kisten abgepackt. Letztes Mal hatte ich mir auch, habe ich nur das Zeug, was mir ständig die Taschen verstopft hat, hier unten in die Notkiste geworfen. Also Kabel und so und alles Wertvolle habe ich dann am Mann getragen. Zum einen, um den Thrill-Faktor ein bisschen nach oben zu treiben, dass es ein bisschen spannender wird. Zum anderen aber auch, um das dann nicht aus der Kiste hier unten holen zu müssen, weil man hat dann doch die Tendenz, das eher liegen zu lassen. Und naja, das will man ja nicht wirklich. Mit teuren Kram hier. So, hier gibt es Redstone. Ergo machen wir mal um den Redstone herum. Eine etwas größere Ausschürfung. Ja, da drin waren wir ja schon. Weil hier vom Redstone gibt es ja immer wieder Diamanten zu finden. Wie ja jedes Kind weiß. Zumindest Kinder, die bestimmte Minecraft-Let's Plays auch gucken. Die wissen das. Die anderen vielleicht nicht, aber vor allem ist jetzt die Hoffnung stirbt zuletzt. Achso, ja, das muss ich noch erklären. Mir wurde empfohlen, das Phrasenschwein einzuführen und das ist das Phrasenschwein.
für das hinterlegte Geld kriegt meine Tochter irgendwann Eis. Zum Glück ist sie noch zu jung und zum Eisessen, von daher kann ich noch ein bisschen sammeln. Dann kriegt sie sogar zwei Tüten. Nacheinander, also nicht auf einmal. So, dann mal da eine und dann da nochmal eine oder so, denke ich mir. Also so der Plan. Aber kann ja nicht sein, dass ihr die Nutznießer des Phrasenschweins werdet. Muss ja nicht sein, oder? Versteht man auch sicherlich. Ich denke, dass das Geld einem sinnvollen Zweck zuführen möchte. So. Es ist heute aber auch echt scheiße abgemischt, oder? Die Musik ist sehr laut. Ein bisschen leiser. So, und Minecraft? Wiedergabegeräte. Nein, da wollte ich nicht rein. Der Mixer, da wollte ich rein. Da, Minecraft. Können wir nämlich wieder ein bisschen lauter machen. Sü. Das ist doch schön. So. Ach, dass man hier nicht mal runterfallen muss. Können wir hier mal ein bisschen Kabel verlegen, oder? Kann man machen. Muss man jetzt nicht, kann man aber. So. Ja. Ach, na gut. Stopft die Ecke voll. Ist okay, dann mehr. Ich kann nicht mehr weiter rein. So, und hier. Ach, da trauen wir noch raus. Ist jetzt zwar nur Kabel, aber kann man da durchlaufen, ist auch schön. Durchlaufen ist immer schön. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allgemein und im Besonderen. Das Phrasenschwein. Ja, ich bin wieder schweigsam. Es gibt keine Themen mehr auf diesem... Na gut, es gibt genug Themen, aber es gibt keine, die mir gerade einfallen. Ich kann jetzt wieder nur kommentieren, wie ich Klötzchen haue. Blinden TV TM. Achso, Entschuldigung. Jedenfalls, wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich so richtig und so...